Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es war mal wieder Zeit. Lift ist an in Bikepark Olpe. Und ich hatte mir für den Tag vorgenommen, abgesehen davon mal abzuchecken, wie jetzt die Strecken aussehen, alles nochmal zu springen, was ich in der letzten Saison schon mal geschafft habe. Und ich muss schon sagen, so ein Bikepark, der sieht nochmal ziemlich angsteinflößend aus, wenn man eine lange Zeit nur Trails gefahren ist und dann von jetzt auf gleich auf einmal in einem Bikepark steht, wo die Features auf einmal doppelt so groß aussehen wie in der Saison zuvor. Ihr könnt ja mal sagen, wie es euch dabei ging, wenn ihr das erste Mal in einem Bikepark wieder seid nach der Winterpause. Aber ich muss sagen, das war schon ein bisschen einschüchternd. Aber ich habe mich dennoch mega gefreut, auch wenn ich sehr, sehr aufgeregt war an dem Tag. So Leute, was geht ab Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video heute. Heute hier GoPro-Perspektive, einer GoPro 10. Sagt mir gerne mal das Feedback, wie euch das gefällt. Und ihr seht es vielleicht, wir haben herrliches Wetter. Ich habe noch 2 Stunden Zeit mit dem Lift zu fahren und wir rollen jetzt mal hoch und das erste Mal Bikepark Olpe 2022. Heute steht auf dem Programm einfach ein bisschen reinkommen, springen, bisschen entspannt radeln und mal gucken, was so geht. Viel Spaß beim Video. Auf der allerersten Abfahrt wollte ich erstmal abchecken, was jetzt hier alles neu gemacht worden ist. Denn die Jungs hier vom Park und die Trailbüffel und auch die TVO Young Guns waren hier ziemlich fleißig dabei, die Strecke zu renovieren und wieder frisch zu machen für die Saison. Außerdem, weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, aber es gibt bald auf jeden Fall noch eine richtig geile Neuigkeit, besonders für Anfänger hier im Park. Aber dazu erzähle ich euch später mehr in einem anderen Video. Ich bin also auf den Weg auf die Freeride und einfach mal ganz entspannt das Ganze hier abrollen, ein bisschen gucken, was so neu ist, was sich verändert hat und wie ich mich hier so mache im Bikepark Olpe. Und ich muss einfach nochmal wieder feststellen, schon auf der ersten Abfahrt lief es hier so gut und das liegt einfach daran, dass hier alles so geil gebaut ist. Also einfach nochmal ein riesengroßes Kompliment an die Leute hier vom Bikepark Olpe. Leute, es lohnt sich definitiv, hier mal vorbeizuschauen. So Leute, sind wir wieder im Lift. Die ersten Abfahrten waren schon gar nicht so schlecht jetzt. Ich muss sagen, es ist halt krass, wie gut. Ja, ich mache hier ein Video. Hör auf, reinzurufen! Ja, die ersten Abfahrten liefen auch schon okay, aber man muss sich hier echt. Ja? Nee? Nee, nee. Gut, dir? Sender Steve ist wieder am Durchdrehen, der ist richtig on fire, der ist hier schon den ganzen Tag unterwegs. Ja? Marc? Was? Nee? Nee, du? Nee. Okay.
Auf der ersten Abfahrt der Downhill lief es dann auch das erste Mal nicht so gut, weil die Secret Line hier, die der Thomas uns mal gezeigt hat, die habe ich irgendwie nicht ganz hinbekommen. Aber es ist ja auch erst die zweite Abfahrt gewesen und da muss man ja noch nicht direkt alles wieder so fahren wie vor einem halben Jahr. Deswegen einfach direkt nochmal den Lift gepackt und nochmal nach oben. Meine Beine wackeln einfach so, ist so schlimm heute. Das geht dann. Du kriegst aber heute auch nicht genug, ne? Ja, merke ich, Alter. Ich weiß nicht, warum du so eine krasse Regeneration auch hast. Ja, dass du immer so viel Power hast. Das ist die Ansporn. Da ist die Dame, die Hahn jetzt zerstört hat. Achso, ja, okay. Ne? Ja. Ja, ich hab den Sprung voll verkackt, Alter. Und wo fahren wir denn am besten an? Nee, von hier oder so. Fahren wir da. Wären wir da schnell genug, Alter? Ja, die Brücke muss man ja nicht schnell fahren, ne? Basti, die Brücke braucht man ja nicht schnell sein, ne? Ja, aber du musst da hochkommen. Bitte? Ich hab das immer noch nicht verstanden. Auf der Brücke müssen wir ja nicht schnell sein. Ja, aber auch nicht zu langsam, weil die Landung ist schon ein Stück weiter hinten, ne? Oh Mann, ey. Aber warum quälst du dich denn jetzt so lange? Weiß ich nicht. Fährst du 1,50 Meter Druck? Ja, also letzte Saison schon. Wollen wir gerne über die Brücke ziehen? Ja, wir haben gerade das gleiche Problem. Aber du bist dich schon gesprungen in deinem Video. Ja, letztes Jahr. Ich stand immer schon oben drauf, aber... Ja komm, wir fahren jetzt runter. Und dann entweder direkt die Wall mit oder ich fahre links an den Chicken Way. Danke für. Okay. Danke. Ja?
auch über den Wallride. Geil. Ich bin zwar nicht so hoch rausgesprungen wie beim ersten Mal, aber ich fahr halt drüber. Das ist auf jeden Fall gut. Puh. Nach einer vergeblichen Trinkpause sind Marc und ich dann nochmal runtergerollt, um die Brücke und die Wall noch ein zweites Mal zu fahren für ihn. Ich finde das ja mega, wenn man sich gemeinsam solchen Challenges stellen kann und dann einfach Erfolgserlebnisse sammeln kann. Denn ich finde einfach, wie es halt so bei so vielen Dingen im Leben ist, ist, wenn man das Biken mit jemandem teilen kann und die Erfolge mit jemandem teilen kann, ist es einfach doppelt so schön. Und deswegen direkt nochmal runter und das Ganze nochmal angegangen. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now. Trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. I know we're acting stupid. Just a little bit foolish, but I feel so young. Let's go a little crazy and lose it. I don't care if we don't. It's the only way we know how to do it. Make me feel so young. Oh, 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 oh. So langsam aber sicher habe ich dann auch die Beine mal wieder gespürt, denn ich war schon den Tag davor fahren und die ganze Woche war ich eigentlich viel auf dem Rad unterwegs, aber die 2 Stunden hier mit dem Lift haben mir einfach nochmal mega gut getan. Ich habe wieder Sicherheit gewonnen, ich habe mich lange nicht mehr so gut auf dem Bike gefühlt und ach, es war einfach ein mega geiler Tag. Das Wetter war perfekt, der Park war nicht zu voll. Gute Leute dabei, genauso wie es sein sollte. Das dauert leider noch ein bisschen. Im Mai oder so. Im Mai. Okay. Das kann ich noch schaffen. Was denn nicht? Ja, ich bin voll gespannt.
feel from my lips, feel big from the bib. Take a sip till I pass out. Try and get grip, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, hit myself on the map. Long with the wind, but we knowin' that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, could you see me making moves while I'm at? I'm still on the grind, limit time when I chat. Burning down sage, keep the demons away. When I rally, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass any clear. Damn, start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. Eine Mission hatte ich allerdings immer noch offen für diesen Tag. Und zwar war das der dritte Drop auf der Drop-Batterie. Ihr erinnert euch vielleicht an den Fahrtechnik-Kurs mit dem Thomas, wo ich da schon ja, ziemlich viel Überwindung gebraucht habe, weil Drops sind einfach nicht so meine Stärke. Ich finde das immer so ein bisschen gruselig und ich wollte ihn aber unbedingt noch fahren, denn das war einfach noch so der letzte Punkt, der hier auf der Liste stand für mich. Und ich wollte nicht aus dem Park rausfahren, ohne dass ich das gemacht hatte. Ich dachte so, ja, ich kann ja auch erstmal die kleinen Drops machen und mich langsam rantasten. Aber naja, seht selbst. Ja, ja, kannst du. Kannst du wirklich. Das sieht einfach so schlimm aus, weil man den ganzen Park runter guckt. Das ist das Ding. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann vielen Dank fürs Videoschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende auf dem Bike und habt das Wetter genauso gut ausgenutzt, wie ich es ausgenutzt habe. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns, wie immer, mindestens in 2 neuen Videos jede Woche. Und ich hoffe einfach, dass das Wetter jetzt nicht wieder so umschlägt. Ich meine, wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster gucke, fängt es an zu schneien. Und ja, das ist halt nicht so eine schöne Angelegenheit, denn ich habe halt nicht mehr die Matschreifen drauf und eigentlich wollte ich auch gar nicht mehr umrüsten. Aber naja, egal. Auf jeden Fall sind es halt perfekte Voraussetzungen für meinen ersten Fahrtechnikkurs gleich mit den ersten Leuten. Und ich bin sehr gespannt, wenn du auch Lust hast auf einen kleinen Fahrtechnikkurs, Basic Anfänger, check mal www.danieldaya.de ab. Das Ganze ist in der Videobeschreibung auch verlinkt und dort findest du immer die aktuellen Termine. Ich setze jetzt bald auch wieder ein paar neue Termine ein. Oder melde dich einfach per E-Mail, wenn du Fragen hast. Und dann sehen wir uns vielleicht mal in einem kleinen Basic-Kurs. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.